Konstriktor. Ein tierisches Kurzhörspiel von Stefan Fabri für Hörtalk. Lea, meine Süße, meine Liebste, nun sei doch nicht so. Ich weiß, wir sind noch nicht lange zusammen, aber ich meine es ernst mit dir. Lass mich einfach deine wunderbare, glatte, kühle Haut fühlen, sie streicheln. Vielleicht weckt das ja deinen Appetit? Nein, keine Lust. Ich verstehe. Ich verspreche, ich habe Geduld. Wir Buchhalter wissen, was Geduld ist. Du hast bestimmt eine harte Zeit hinter dir, Lea, aber jetzt bist du bei mir in Sicherheit. Gut, die Wohnung ist nicht groß, mehr kann ich mir leider nicht leisten, aber wir werden uns das Zimmer einfach teilen. Und du musst essen, Lea. Du hast noch überhaupt nichts zu dir genommen, seit du bei mir bist. Dabei geht Liebe doch durch den Magen. Ist das Mäuschen nicht lecker genug? Soll ich dir etwas anderes bringen? Vielleicht magst du es nicht, eingesperrt zu sein. Doch zumindest für den Anfang muss das so bleiben. Ich bin sicher, dass wir uns aneinander gewöhnen werden. Ich lerne schnell. Nanu? Wer kann das denn sein? Mich besucht doch niemand. Schon gar nicht jetzt. Für den Paketboten ist es auch zu spät. Warte, Lea. Ich werde dich schnell unter diesem Handtuch verstecken, dann sehen wir nach, wer uns um diese Zeit stören will. Guten Abend, Herr Wohlfeil. Hallo, Herr Nachbar. Tag, Frau Huber. Und hallo, Hagedorn. Waren wir nicht schon mal beim Du, Markus? Seit unserem Hoffest, zu dem wir dich fast schleifen mussten? Ja, ich weiß nur nicht mehr genau. Ich bin Doro. Schon vergessen? Aus dem Apartment unter dir, im Parterre. Genauso klein und überteuert wie... Entschuldigung, Frau Huber. Ich wollte nicht... Ich hatte Sie nicht gebeten, mitzukommen, Frau Hagedorn. Aber nur um das klarzustellen, ich halte mich exakt an den örtlichen Mietspiegel. Doch, darum geht's nicht. Zu Ihnen, Herr Wohlfeil. Wo ist sie? Wer ist wo? Das abscheuliche Wesen, mit dem Sie seit ein paar Tagen offenbar diese Wohnung teilen, ohne mich zu fragen. Ich höre was. Sie muss da irgendwo sein. Hä? Woher wissen Sie... Frau Hagedorn hat mich informiert. Ich will Sie sehen. Sie haben sie ja hoffentlich zumindest eingeschlossen, Herr Wohlfeil. Ich muss wissen, ob das mietvertraglich überhaupt zulässig ist. Und wenn nicht, fliegt sie fristlos raus, nur dass das klar ist. Notfalls zusammen mit Ihnen. Solche abnormen Verhältnisse werde ich in meiner Immobilie nicht dulden. Aber lassen Sie uns doch reden. Möchten Sie vielleicht reinkommen? Sie läuft aber bestimmt nicht einfach frei herum, oder? Nein, ich mache alles ganz vorschriftsmäßig. Also, jetzt möchte ich eine Erklärung, Herr Wohlfeil. Sie haben im Mietvertrag unterschrieben, dass Sie keine Haustiere halten dürfen. Ja, aber das gilt nur für Hunde und Katzen und so. Egal, was im Mietvertrag steht. Frau Huber, ich habe mich erkundigt. Kleintiere können nicht verboten werden. Die sich hier irgendwo versteckt hat. Frau Hage, Doro, wo willst du denn hin? Ist sie da drunter? Kleintier! Dass ich nicht lache. Frau Hagedorn hat genau gesehen, was für eine Kiste sie angeschleppt haben. Und die Aufschrift war auch eindeutig. Nicht Doro, sie könnte sich... Ah! Gott, ist sie groß! Ich wusste es. Ein Monster. Das geht so nicht, Herr Wohlfeil. Und wieso ist der Deckel weggeklappt? Sind Sie wahnsinnig? Ich war gerade dabei.
3 Jahre ist sie erst alt, sagte man mir in der Tierhandlung. Eine ausgewachsene Boa! Das verstößt gegen alles. Tierschutz, Artenschutz, Mieterschutz. Bei allem Respekt, Frau Huber. Das ist noch eine junge Abgottschlange. Ich habe mich erkundigt. Wissen Sie, wie groß die werden können? Will ich das wissen? Das reicht mir jetzt schon. Die ist mindestens 2 Meter lang. 1,64 Meter. Ich habe sie gemessen, ich schwöre. Und es war die kleinste von den 3, die zur Auswahl standen. Huch! Erwartest du noch mehr Besuch, Markus? Ich erwarte überhaupt keinen Besuch. Darf ich mal vorbei, bitte? Geh wieder zurück ins Zimmer, Doro. Lea beißt bestimmt nicht. Ach nee? Lea! Wirklich. So heißt dieser Lindwurm. Guten Abend. Wer sind Sie? Was wünschen Sie? Entschuldigen Sie, Herr Wolfey? Oh, ich sehe, Sie haben Gäste. Ich will gar nicht lange stören. Mein Name ist Vogel. Sie waren vor 4 Tagen bei uns. Vielleicht sollten Sie... Ich kann mich nicht an Sie erinnern. Bleiben Sie lieber weg. Meine Mitarbeiterin hat Ihnen eine Boa Constrictor verkauft. Vor 4 Tagen. Das ist doch richtig. Ja, ich habe eine weibliche Boa erworben. Ganz legal, im Tierparadies Vogel. Genau. Ich bin der Besitzer. Ach, das sind Sie. Stimmt irgendetwas nicht? Darf ich reinkommen? Nur eine Minute, bitte. Wenn Ihre Gäste kurz entschuldigen würden. Das sind nicht meine Gäste. Frau Huber, meine Vermieterin, und du, Frau Hagedorn. Sie wohnt im Apartment unten. Sie wollten nur... Das Vieh sehen, das Sie meinem Mieter hier offenbar angedreht haben. Jawohl. Obwohl ich im Mietvertrag keinerlei Haustiere erlaube. Dürfen solche gefährlichen Reptilien privat überhaupt gehalten werden? Ach, da ist sie ja, Gott sei Dank. War sie die ganze Zeit in diesem Terrarium? Dachten Sie, ich führe Sie 2-mal täglich Gassi, Herr Vogel? Herr, wie war das? Vogel, nochmal. Wo bleibt der Artenschutz? Rote Liste, das ist doch alles total illegal. Mit Verlaub, nein, gute Frau. Seit 2005 ist die Boa Constrictor Constrictor sogar von der Anzeigepflicht gemäß § 7 Absatz 2 der Bundesartenschutzverordnung ausgenommen. Jeder kann sie halten. Man muss lediglich eventuell Regelungen der Bundesländer bzw. Kommunen beachten. Darüber klären wir unsere Kunden genau auf. Solche Tiere gehören in den Urwald. Och, ich glaube, sie will raus. Ist sie etwa giftig? Nein, Lea hat sicher nur etwas Angst. Sie hat noch überhaupt nichts gefressen und sie ist nicht giftig. Sie erwürgt ihre Beute. Außerordentlich beruhigend. Wissen Sie was, Meister Vogel? Wenn Sie schon hier sind, am besten, Sie nehmen das Vieh schleunigst wieder mit, bevor hier noch was passiert. Oh, ich halte lieber wieder Abstand. Am Ausgang fühle ich mich sicherer. Nun, in der Tat... Genau deshalb bin ich hier. Wie bitte? Na, endlich ein vernünftiger Mensch. Herr Wolfey, Sie haben nichts falsch gemacht. Es war unser Fehler. Sie bekommen natürlich Ihr Geld zurück. Fehler? Wieso Fehler? Katrin, meine Auszubildende hatte vergessen, dass die Schlange schon reserviert war. Es tut mir leid. Moment mal. Es waren 3 Schlangen. Die sahen fast gleich aus. Anna, Mia und Lea. Dann soll Ihr Kunde eine andere nehmen. Ich behalte diese. Stimmt's, Lea? Das geht nicht. Alle 3 Boas waren vorab bestellt. Katrin hätte keine einzige separat verkaufen dürfen. Da sehen Sie's! So eine Einzelhaltung ist ja auch gar nicht artgerecht. Stimmt's, Meister Vogel? Das arme, süße Wesen. Es möchte bestimmt zurück zu den anderen. Nun, Boas sind eigentlich Einzelgänger. Genau wie Buchhalter. Die anderen 2 wurden auch schon weitergegeben. Aber ich muss diese trotzdem ebenfalls zurückhaben. Herr Wohlfeil, bitte. Es war ein Irrtum. Kommt nicht in Frage. Lea bleibt bei mir. Ich komme Ihnen preislich großzügig entgegen, Herr Wohlfeil.
Markus, das würde ich mir schon überlegen. Die Schlange wird doch früher oder später viel zu groß für dein Apartment. Außerdem sind solche ekligen Haustiere bei mir sowieso verboten. Jetzt reicht's mir aber langsam. Ich gebe Lea nicht mehr her. Ich habe sie ordnungsgemäß gekauft und untergebracht. Und ich will sie behalten. Aber sie frisst doch nicht. Sie wird vielleicht verhungern. Das gibt's doch nicht. Wer ist das jetzt wieder? Ich bin schon an der Tür. Ich kann aufmachen. Nein, warte. Hey, sie! Hä? Verdammt! Hey. Zurück da! Zurück, zurück! Aua! Ah. Schubsen Sie mich ganz ruhig, nicht. Ganz ruhig! Hilfe! Was ist das hier für ein scheiß Volksauflauf? Alles in die Ecke da! Aber Dali! Moment mal. Wer sind Sie? Was wird das? Nein, das ist Hausfriedensbruch. Ich rufe... Das würde ich mir noch mal überlegen. Ah, deine Pistole! Nicht oh schießen. Gott, nein. Borowski. Ach, sieh an. Was soll das? Vogel, du Arsch! So tu doch was. Alle die Flossen an die Decke. Schnell, schnell! Jeder bleibt, wo er ist. Claro? Wo ist das Vieh? Hä? Vogel! Was zum Teufel machst du hier, verdammt? Ich kann alles erklären, Borowski. Ich wollte gerade... Ich hab keine Zeit für lange Verhandlungen. Ich hab überhaupt keine Zeit. Du Idiot! Ich erledige das jetzt, wie du gerade siehst. Natürlich. Aber ich dachte... Du solltest dein Spatzenhirn nicht überanstrengen, Vogel. Du solltest uns nur die 3 bestellten Scheißschlangen weitergeben, sobald sie eingetroffen sind. Mehr nicht! Das war doch nicht zu schwierig, oder? Nein, aber meine Azubi... Oh, mehr als bis 3 zählen musste die nicht, Mann. Was für Schwachmaten stellst du ein? Aber es waren nur noch 2. 2 Schlangen statt 3. Ist das... Und was sollte ich jetzt davon halten, hä? Ich habe dich sofort angerufen, als die Boas eingetroffen sind. Was kann ich dafür, wenn du die erst Tage später abholen kommst? Ich musste sie doch irgendwie unterbringen. Ich habe dir auch gesagt, an wen Katrin eine verkauft hat. Und ich dachte, ich hätte dir gesagt, dass ich das wieder in Ordnung bringen würde. Du Idiot! Ich sagte, du sollst den Scheiß mir überlassen. War das denn nicht deutlich? Kann mir vielleicht einmal einer erklären, was hier geschieht? Fresse da drüben! Du Vogel, sollst nicht denken, sondern machen! Glaubst du, ich habe sonst nichts zu tun? Ich komme, wenn ich komme, claro? Und jetzt möchte ich das blöde Vieh, und zwar Dali. Vogel, hol sie da aus dem Glaskasten raus und steck sie in irgendwas rein. Nen Kissenbezug, was weiß ich, wird's hier doch wohl geben. Wenn ich... Warten Sie, das ist Lea, meine Schlange. Sie mag keinen Stress, ich mache das. Lea? Echt jetzt? Gottchen, wie niedlich. Also los dann. Mann, schlag keine Wurzeln. Ja, komm her, meine Süße. Ganz langsam. Oh Gott. Er nimmt sie tatsächlich hoch. Igitt. Lassen Sie mich gehen, bitte. Ich habe mit alledem nicht das Geringste zu tun. Wird's bald. Rein in irgendeinen Sack oder Beutel. Waffe runter, Borowski! Hä? Sofort! Polizei! Was? Keine Mätzchen! Verdammt! Umdrehen und auf den Boden! Die Tür war auf. Oder wir schießen! Einen Scheiß werde ich tun! Ich hab hier gleich 4 Idioten im Visier, Bullen! Nein. Merkt ihr was? Machen Sie bloß keine Fehler, Borowski! Ich bin Kommissar König. Meine Kollegin Pfeiffer und ich haben je eine Waffe auf Sie gerichtet. Oh mein Gott. Das geht nicht gut für Sie aus. Und für mindestens einen dieser Affen da drüben auch nicht, König. Das wissen Sie sehr gut. Ich mache keine Witze. Sie kennen mich. Wir sind Patt. Oh nein. Wir sind alle... Borowski, sei klug. Ich denke, das Spiel ist aus. Halt deine elende Fresse, Vogel. Dich nehme ich auf jeden Fall mit ins Grab, wenn diese 2 Hirnis an der Tür da Scheiße bauen. Es ist ein Patt. Nur wenn ich hier unbeschadet mit der Scheißschlange wieder rausgehe, passiert niemandem was. Borowski, das ist doch Quatsch. Hier ist die Schlange, fast leer. Um Gottes Willen. Los jetzt, Pfeiffer, schnell, festnehmen. Okay. Aber Vorsicht vor der Mauer. Hilfe! Verflucht,
ungefähr. Die Schlange ist aber schnell. Ja. Die hat sich ja schon fast um seinen Hals gewickelt. Soll ich sie? Nicht töten! Ach, stopp! Lea! Oh nein. Ich mach das schon. Nein. Ich weiß wie. Hinter dem Kopf packen. Ich komme, ja. Warten Sie. Ja, so geht's, Lea. Ganz wie ist das? Lass los, wir bringen dich in dein Zuhause zurück. Jetzt, schnell. Ja. Sie hat ausgelassen. Kacke. 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 Ich will hier raus. Ich ziehe aus. Ich verlasse die Stadt. Danke, Herr Wohlfeil. Guter Wurf mit der Boa. Dennoch müssen wir die Schlange leider konfiszieren. Zumindest, bis wir das Päckchen mit den Designerdrogen von ihr zurückbekommen haben. Bitte? Designerdrogen? Von Lea? Das auch noch. Diese Boas sind Direktimporte aus Kolumbien. Die bekommen mit rohem Fleisch umwickelte Spezialbeutel mit hochwertigen neuen Designerdrogen zu fressen. Dann werden sie mit allen nötigen Papieren ganz legal an ausgewählte Tierhandlungen geliefert. Mhm. Wieder so ein neuer Schmuggeltrick. Aber die Drogenfahndung ist ebenfalls nicht ganz blöd. Genau, sind wir nicht. Und deshalb, Herr Vogel, kommen Sie auch mit uns. Euer cleveres Spielchen ist hier zu Ende. Verflucht. Ich hätte mich nie drauf einlassen dürfen. Jetzt verstehe ich auch, warum meine arme Lea nichts fressen wollte. Diese Beutel sind bestimmt unverdaulich. Aber wie kommen die wieder raus? Regurgitation. Was? Regurgitation. Sie würgen es wieder aus. Wir haben uns erkundigt. Das machen Schlangen, wenn sie krank sind oder Nahrung nicht behalten können. Deswegen hat man bei dieser Schmugglermethode auch nicht beliebig viel Zeit. Verdammter Klugscheißer. Sobald das umgebende Fleisch verdaut ist, kommt der Rest irgendwann wieder von selbst zum Vorschein. Wenn man die Geduld dafür aufbringt. Und die werden Sie jetzt hoffentlich aufbringen, Herr Kommissar, oder? Ich will meine Lea wiederhaben. Lebend. Darüber reden wir noch, Herr Wohlfeil. Darüber reden wir noch. Das war Constrictor, ein Kurzhörspiel von Stefan Fabri. Es sprachen Markus Wohlfeil, Pascal Peuka, Frau Huber, Melle Teich, Doro Hagedorn, Anja Klukas, Herr Vogel, Jan Abraham, Borowski, Dominik Klein, Kommissar König, Mike Posim, Polizistin Pfeiffer, Yvonne Klein. Intro und Credits Jan Abraham. Lektorat Sascha Kubert und Dominik Klein. Idee, Skript, Musik und Schnitt Stefan Fabri. Sounds eigene sowie von freesound.org. Coverbild Anja Klukas. Dieses Hörspiel entstand im Rahmen der 27. Shorty Challenge auf hörtalk.de. Es steht unter Creative Commons 4.0 Lizenz. Musik